wieder warm. Hundefutter an der Dose. Ja, das hält man am meisten. Zunge, Schrauben, Tee. Oh. Händler. Okay, hier sind noch mehr. Wasserbohnen.
Okay. Du Steuerung Tab. Oh, können wir ja mal machen. Training. Ups. Bauplan, Patrone, Hundefutter, nimm auch wieder mit. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier, habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten, was auch immer diese Krankheit ist. Sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. So. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst mal gucken, dass man das Audio mal blockieren kann. Löschen Sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Oh.
Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten Sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Was soll man denn noch machen? Schalte den Sender in das Bürgermeister. Warte mal. Über das Impfprojekt. Grafen einschalten. Jetzt gehen wir nochmal rein. Ist ja zu finden sein, das Impfprojekt. Wir können ja... Das Impfprojekt. Aber hier kommen wir doch wieder raus. Nahegelegene Terminal für das Impfprojekt der Responder. Ups. Programm für Responder, fortgeschrittenes Training. Ein Lager errichten von Miguel Caldera. Ausnahme Roboterprogrammierer. Teil 1. Den perfekten Ort für das Lager finden. Nachdem sich die Welt nun verändert hat, ist es schwierig, sicher zu bleiben. Früher war Campen absolut sicher. Naja, außer es gab starken Wind. Heutzutage ist nichts wirklich sicher. Selbst in einem Lager kann einem etwas zustoßen. Der perfekte Ort ist mittlerweile egal. Es dreht sich alles um die Verteidigung. Man kann in der Nähe von Leuten bauen, denen man vertraut und die einen beschützen, oder Dinge bauen, die einen beschützen. Kein Problem. Das kann jeder. Nicht vergessen, Lager sind mobil. Wir alle sind jetzt Entdecker, die in einem seltsamen Land voller Abenteuer, Staunen und Gefahren ihr Lager aufschlagen. Schlag es also oft auf und ruh dich gut aus. Vor dem Krieg wollte ich mich zur Ruhe setzen und nur noch campen. Jetzt kann ich das jeden Tag tun. Immer. Ein Traum ist wahr geworden. Man soll das tun, was man mag, oder? Also, komm in mein Lager, dann zeige ich dir ein paar Knoten und Aufbautechniken. Außerdem erfährst du, wo es nützliche Vorräte gibt. Viel Glück, Freiwilliger!
Ja, hier gibt es kein weiteres Terminal. Okay, Stimpel kann man noch 3. Brauchen wir Öl? Öl haben wir nichts.
Beeilt euch. Es bleibt nicht viel Zeit. Charles, Ende. Diese Nachricht wird wiederholt. Wir brauchen alle Leute in der Basis am Flughafen morgen. Jo, wenn wir Öl finden, könnten wir das Teil reparieren. Skill haben wir 0. Was ist das denn? Aluminium. Ja, aber Öl. Oh. Okay. Hier, wir bräuchten also einen Ölkanister. Das Spitzkuchenkorn mitnehmen. Schlüssel auf Vorderweg. Den haben wir noch nicht. Warte mal, Öllampe? So. Nein, komm nicht hin. Oh, mal eine Runde trallern.
Na gut. Ja. Vielleicht finden wir ja nochmal Öl. Könnten wir das Teil in Gang setzen? Ja. Polizeiuniform, Polizeimütze. Ich glaube, das mit dem Öl wird nichts. Ja, wir machen an dieser Stelle, denke ich mal, einen Cut. Sieht gerade so wunderschön aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.